Moin zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 7 Days to Die. So, pünktlichst im Schneebiom. So, also erstmal einmal ganz kurz Halt machen. So. Ups. Ja, erstmal einmal nachtanken, würde ich sagen. Ja, frierst wieder. So. Wo wollen wir hin? Wir müssen. Hier einfach weiter gerade. Ich würde mal sagen, wir fahren erstmal zum Händler. Obwohl hat der schon. Ja, der hat Lock auf. Busch. Wir sind ja um 7 Uhr losgefahren, von daher passt das schon. Erstmal zum Händler. Und dann gucken wir mal. Hier könnten wir vielleicht auch. Warte mal, weißt du, wir holen uns hier nochmal ganz kurz einen Baden. Wir holen uns nochmal gerade einen Baden. Baden Mais. Oh, das ist ein Wolfi. Oh, fuck. Ja. Der hat uns sogar schon gescannt, okay? Wusste ich gar nicht, dass der uns schon auf dem Kieger hatte. Aua! So. Schawupsel. Guck mal, das sind nämlich die Barbwires, die ich meinte hier. Aber die gibt's leider so nicht mehr. Ich muss allerdings gucken, vielleicht gibt's. Ja, im Creative gibt's ja sowieso, klar, aber in diesem anderen Menü, in diesem anderen Baumenü. Glaube ich zwar fast nicht, aber gucken kann man ja mal. Ich wüsste auch nicht, in welche Kategorie, aber gut, ist egal. Schauen wir mal. Entweder gibt's es, so gibt's nicht, aber ich glaube, in der Standardausführung gibt's es leider nicht mehr. Leider nicht mehr. Na, oh, jetzt hat er wieder kein Stamina. So, Mignon. Haben wir alles? Haben wir alles, ne? Kein grünes Mais mehr. Der Rest ist nur Gras. Haben wir schon nachgeladen? Jupp. Ja, ich lasse den mal laufen hier. Ich habe keine Lust, mich mit dem jetzt anzulegen. Den Lumberjack. So, weiter geht's. Ja, leckt man ruhig, ist in Ordnung. Also, einmal zum Händler. Zum Händler ein paar Sachen verkaufen. Ansonsten hat er ja, glaube ich, auch nichts, ne? Okay. So. Moin! You're not bringing counterfeit money in here, are you? Nee, ich bringe kein Geld mit. Ja, doch, ich bringe schon Geld mit, aber ich bringe jetzt mal was zum Kaufen mit, also zum Verkaufen. Oh, verkaufen. 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 Haben wir noch was? Jetzt haben wir nur noch Geld. Das ist in Ordnung. Das können wir mal zerlegen. Nee, das will ich nicht. Kaufen ist wie zerlegen. Zerlegen. Das lassen wir mal hier. So, hast du sonst noch irgendwas, was ich kaufen kann, was mich eventuell doch noch mal irgendwie überzeugen könnte? Glücksbrille. Beutebonus plus 3. Plus 3 zu dem, was wir haben. Minus 1. Minus 1 zu dem, was wir haben. Verringerung Grabradius. Was kostet das? 1500. Ja, komm, kauf mal. Was soll's. So. Amboss. Holzbogen. Rezept haben wir schon. Alright, now that we're done doing business, get out of my store. Ja. Kann man nur so unhöflich sein. So, tragen. Was hatte der jetzt? Eine Sonnenbrille, da war einfach nur Wahrnehmung plus 1. Was kriegen wir? Wollen wir den vertickern? Ja, na komm, kaufen. Kaufen wir mal. Zack. All that damn gawking at goods and that's all you buy? That's all you buy? Ich hab dir was verkauft, doch überwiegend, du. Lass dir gleich mal die Tür auf, dann kannst du dich mit dem Zombie vergnügen. Dein Sackgesicht. Ach, da sind gleich zwei von den Lambas. Okay, okay, okay. So, aber wir wollen ja eigentlich zum. Wir wollen ja eigentlich zum Bücherladen. Das ist er, okay. So. Gibt's hier noch was zum. Ne, haben wir schon gelootet. Mann, Leute, ihr seid aber auch anhänglich, ey. Und das schneit hier wie die wilde Wutz. Wo ist denn das jetzt hinten? Noch ein dritter Lumberjack. Ja. Ihr seid wieder sehr anhänglich heute. Oh, hier ist noch Mais.
Hier ist noch Mais und Mais nehme ich gerne mit. Ich verstehe auch nicht, warum ich die Winterjacke nicht mit. Winterjacke nicht mitgenommen habe. Upsa. Das war nicht gewollt. So, wo ist meine Schlange? Da ist sie. Och, Mann. Was? Ist aber auch so eine Zibbe, ne? Immer von hinten ranschleichen. Das kannst du ja auch ehrlich. Oh. Ah. Aber wenigstens hat es die gleichen... Dings dabei, gleich ein, hier sag schon, Verband, nicht Verband, hier, Gips, mein Gott. So, so ein. So zwei. So, drei. Da kommt der nächste Lumberjack, Alter. So, guck mal, wir sind ein bisschen warm auch. So. So, nur ein bisschen Mais mit. Gleich mal verbinden, was meint lieber jetzt? Na, kommt der nächste Lumberjack. Oh, wir treiben das auch so ein bisschen irgendwie oben mit Lumberjacks. Als wenn hier nur Lumberjacks wohnen würden. So. Aber na gut. Muss man wirklich schon wirklich sagen, die haben sie auch gut hingekriegt hier, ne? Die sind zwar natürlich auch ein bisschen. Bisschen, naja. Provisorisch aus, sage ich jetzt einfach mal, aber sieht trotzdem gut aus, muss man sagen. Haben sie gut hingekriegt. Und, bist du ein normaler Bär, ja, ne? Ich lasse dich mal in Ruhe. Aber es ist keine Lust, mich mit dir zu. Ah, vielleicht mal später mit der Pumpkin, vielleicht. Da können wir mal drüber reden. Haben wir hier noch irgendwas? Werkstattwagen, den können wir uns mal angucken. Oh, okay. Kommen die nächsten. Haben wir gleich wieder Probleme beim Buchladen wahrscheinlich. Oh, alter Schwede. Wenn das nicht geleckt hätte. Na, wieder ein Lumberjack. Haben wir hier was dran? Da, oh, knapp, da war noch nicht. Da waren wir noch nicht. Aber hier wollen wir hin. Ich glaube aber, hier warten wir schon gelootet. Bin mir nicht ganz sicher, aber... Haben wir hier schon gelootet? Ja, wir waren, glaube ich, schon drin. Boah, Alter. Und mal schnell durchhaschen, ob wir da alles gelootet hatten. Ja, wir hatten alles gelootet. Wenn wir finden, schon alles weg ist, dann waren wir da auch schon. Schade. Alter, Leute, ihr übertreibt es. Ja, natürlich. Kommt doch alle zu mir, bitte. Wie viele Poppin-Pilz gibt es hier bitte? Eins, zwei. Und irgendwo war noch ein dritter gerade. Kannst du auch ein bisschen übertreiben. Hier können wir vielleicht nochmal reingehen. Nein, das... Hier können wir vielleicht mal reingehen in den Elektronikladen. Da gibt es eigentlich auch mal ganz guten Stuff. Oh, Motorenteile ist auch gut. So, was ist denn jetzt hier? Wollt ihr mir tatsächlich auf die Nüsse gehen? Dann sagt es mir doch gleich, bitte. Was haben wir da vorne? Ja, schön. Jau. Ja, natürlich. Alter, das kommt alles angerockt. Du wirst mal nicht frech. Alter, was kommt hier alles angerockt? Mal die nach und nach mal weghauen hier. Zip Coffee. Nein! Hm. Du hast nicht genug Ausdauer. Das ist ein Wunder bei den ganzen Zombies hier. So. So.
steht auch nochmal auf. Ach, ich dachte, ich hätte ihn schon einmal runter. Oh, nee. Naja, es sind Punkte, ne? Das ist, deswegen, wow. Candy, was steht da? Eye Candy Company. Eye Candy, was ist denn Eye Candy Company? Eye Candy Company. Brauche nur unbedingt mal Upgrades hier für meine Armbrust. Och komm. Ich brauche unbedingt nochmal Upgrades, dass wir noch ein bisschen mehr Druck hinter die Bolzen kriegen. Alter, was ist hier los? Das ist nirgendwo, das ist eine Stadt. Aber trotzdem, das ist ja unglaublich. Komm. Oh. Meine Zielgenauigkeit ist aber auch so gen Null so heute. So. Oh, 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 oh. Jetzt brennen sie jetzt mal ein bisschen. Hallo. Ich glaube, ich mache die gleich mal weg mit ein bisschen MP-Action hier. Ich will mir jetzt auch nicht eine halbe Stunde hier rum. Halbe Stunde hier rumjubeln. Mal kontrollierte Schüsse. Ja, kontrollierte Schüsse daneben, ja. Hätte ich mal die. Ich hatte er vorhin ja noch diese Pipe-Bombs, hatte ich nur noch in der Hand, ne? Ich dachte mir, Mensch, ah, aber. Nee. Das wäre jetzt richtig ideal gewesen. Wollen wir noch ein bisschen Stamina sammeln hier gerade. Da kommen noch ein paar Kriecher. Was sonst? Also. Ein bisschen ausdünnen den Laden da hinten. Der Lamba kommt mir aber ein bisschen zu nah. Das kann ich nicht leiden. Sie ein bisschen hier, wa? Was lichtet sie allerdings auch ein bisschen, muss man auch mal sagen. Schöne Schnauze geschossen. Da hängen schon die nächsten. Oh. Einmal umgeschubst. Also bist du vorbei, doch. Upsi. Ja, upsi. Ja, ich immer mit meiner Stamina. Das kann ich immer gut. Oh, Mutti. Ey, fast eine ganze Folge nur verbracht, hier irgendwelche Zombies zu verprügeln. Ist auch mal ganz lustig, aber trotzdem. Oh, was? Der war mitten drauf. Der war auch mitten drauf. Also bitte, das war mehr als drin. Das war am drinsten quasi. Oh, schön ins Auge. Ah, dass dir das natürlich nicht gefällt, ist mir
klar, aber bleib mal gleich liegen. Das kriege ich hier. Erscheinung. Ja, irgendwie sowas. So. Mal kurz heilen. Dann wollen wir. Na, wollen wir erstmal Mutti? Ja, komm, lass mal die Mutti vor. Ladies first, ne? Wie sie erstmal auf den rumtrampelt. Das würde ich mir nicht gefallen lassen. Fast wie im wahren Leben. Die Männer am Boden, Frauen neigen. Ich will keine Diskussion auslösen. Aber ist ja so. Ist ja so. So, Mutti. Und jetzt haben wir den vermeintlich letzten. So. Einmal. Und jetzt mit einem zweiten Schlag. Ab nach Hause. Meine Fresse, Alter. Ah, hätte ich eine Pumpgun gehabt, hätte ich sie alle weggemacht, die Schweinepriester. So. Ich hoffe, dass wir jetzt hier vielleicht nochmal irgendwie was Leckeres finden. Irgendwie was Feines, womit wir was anfangen können. Natürlich sind wir überlastet, klar, was erwarte ich auch. So, lass uns mal gucken. Haben wir irgendwas zum Scrappen? Das können wir zerlegen, das können wir lernen. Die Bücher haben wir schon. Dafür habe ich das Rezept extra mal gekauft. Die werde ich mal scrappen, auch wenn das eigentlich Pfeile sind, die werden. Obwohl, wir haben. Holz haben wir noch nicht, ne? Das ist. Warte mal, wir könnten vielleicht. Ich probiere mal eben was. 20 Stück. Wenn wir das mal eben zerlegen, kriegen wir auch Holz raus. 30, ich weiß nicht, ob das reicht. Wie viel Holz wir brauchen pro Pfeil, also pro Bolzen. Könnten wir die eventuell gleich mal verwursten? 8 Stück. Siehst du mal, guck mal, haben wir die gleich verwurstet. Nichtsdestotrotz sollten wir uns mal ein bisschen ausmüllen. Na? So. Ei weg. Das 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 weg. Ich kann mich noch an diese. Ich kann mich noch an die. An früher erinnern, wo das Fleisch immer noch gestunken hat. Das fand ich auch sehr geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist ja auch realistisch irgendwie. Frisches Fleisch, dass das halt riecht. Schade, dass sie es heute nicht mehr gemacht haben. Das ist echt schade. Das ist so viele so Kleinigkeiten, ne? Die finde ich aber schon das Spiel halt sehr interessant machen. Aber wahrscheinlich haben sich wieder Leute beschwert und gesagt, das ist viel zu schwer, wenn ich meine Fleisch dabei. Oh, sehr schön. Juckersaft-Smoothie, der ist auch sehr, sehr geil. Haben sich wahrscheinlich wieder, haben wieder Leute rumgeweint. Das ist dann wieder so schwer, ist das Spiel. Gut, ich meine, jedem da seine. Ich habe für jeden irgendwo Verständnis, aber das ist, sind mal so, ich finde, das sind so Spielmechaniken, die ich mal besonders gut fand. Und das ist echt schade, wenn dann sowas einfach aus dem Spiel rausgenommen wird. Wie eben halt dieses alte Qualitätssystem. Ich weiß, ich erwähne das 30 Mal mindestens. Nicht pro Folge, aber pro Staffel locker. Aber es ist halt so. Es ist eben halt auch so. Es ist eben halt so viel, hat halt so viel Mehrwert geboten. Und es gibt auch so ein bisschen Individuelles auch so ein bisschen, ne? Das kommt ja auch noch mit dazu. Du hast so ein bisschen eine individuelle Möglichkeit, dir deine Waffen zusammenzustellen. Gut, ich meine, die haben es natürlich auch ein bisschen auch vom anderen Aspekt gemacht, ne? Die hatten, glaube ich, meine ich, auch viele Sachen damals aus dem Spiel einfach rausgenommen. Nicht, weil sie keinen Sinn gemacht haben, sondern man muss sich natürlich auch vorstellen, gerade wenn du jetzt, jetzt mal zu jeder Waffe Waffenteile ins Spiel bringst, dann ist es ja immer ein Item mit einer ID-Nummer. Das sind dann immer 5 Milliarden Teile. Dann haben sie halt einfach da mal ausgedünnt, indem sie gesagt haben, so, es gibt dann eben halt keine Pistolenteile mehr, keine Pistolen, Magazine und was es denn immer alles so gab, sondern es gibt dann eben halt jetzt nur noch irgendwie 1, 2, 3 verschiedene Teile. Und der Rest ist halt Standard. Wie es eben halt jetzt nur noch Fleisch gibt. Früher gab es ja Hühner. Oh mein! Hollalalala. Früher gab es ja Hühnerfleisch. Früher gab es ja zum Beispiel Hühnerfleisch und es gab Hasenfleisch und so weiter und so fort und Bärenfleisch und Rehfleisch und Hirschfleisch und sowas. Ne, Rehfleisch gab es nicht, es war schon immer Hirschfleisch. Aber sehr egal. So, und das haben sie sich natürlich eingespart, indem sie dann einfach gesagt haben, so, es gibt jetzt halt einfach nur noch Fleisch. Punkt. Und auf die Art und Weise haben sie natürlich das Spiel auch so ein bisschen ausgedünnt. Und das gilt natürlich dann eben halt auch für Pistolenteile, Waffenteile generell. Um das Spiel in der Hinsicht ein bisschen einfacher zu machen. Oder übersichtlicher, sagen wir es mal so. Nicht einfacher, aber übersichtlicher.
Alter, ich habe noch nie bei der gesehen, dass hier der Kiefer noch so ein bisschen am Wackeln ist. Seht ihr das da? Richtig den Kiefer ausgerenkt. Das sieht ja geil aus. Och komm. Ja, ist doch gut jetzt. Scheiß Stamina, ne? Obwohl, warte mal, Stamina, da können wir was gegen machen. Ja, ist ja gut. Und heilen. Na, willst du da durchspringen, Mutti? Wo war denn jetzt hier noch einer? Hier? Ah, da bist du. Hallo, Mutti hier. Ich bin auf der anderen Seite. Genau da. Ja. So. Aber so viel wieder zum Thema Seven Days. So. Ich glaube, Leben schmeiße ich mal weg. Genauso wie... Das schmeiße ich auch mal alles weg. Das kannst du mal eher gebrauchen. Die Kaffeebohnen, das ist mal ganz lecker. Schimmelfleisch ist auch immer ganz gut. Der Rest ist auch in Ordnung. Da war nichts weiter, ne? Nee. Habe ich da gerade schon wieder irgendwas keuchen gehört? Ist doch schon wieder irgendwas. Irgendwas ist doch schon wieder hier in Gange. So viele... Oh, fuck. Ach, hier so ein... Berglöwe. Ach, guck mal, da ist der Berglöwe, ja. Hallo. Was kann ich für den mal ebenso? Okay. Oh, der macht aber gut Schaden, der Mann, du. Was heißt der Mann? Der Dings, wie heißt der Berglöwe? Da kommt die nächste Bagage. Och Mann. Ich hatte ja so ein bisschen Hoffnung, dass wir vielleicht mal so ein bisschen hier. Vielleicht, aber. Nee. Jetzt geht's wieder von vorne los. Muss auch mal schon wehtun, ne? So ein Knöppel im Kopf. Ich möchte eigentlich ganz gerne das Fleisch noch mitnehmen. War ich wieder zu? Hier zu gierig. Oh. So, adios. Ah. So wie die Folge angefangen hat, so wird sie vermutlich auch enden. Wieder mal Zombies kloppen. Also ich sag mal so, wenn jemand darauf steht, auf Zombies zu verprügeln, dann kommt er in dieser Folge auf jeden Fall auf seine Kosten. Problem wird nur gleich Munition sein. Oh, da kommt Kotzer sogar noch dahin. Okay. Das ist doch mal Loot. Nee, ist kein Kotzer. Blödsinn. Das sah nur so ein bisschen, das hat sich nur genauso bewegt. Na, guck mal, der ist auch noch frisch. Dann nehmen wir noch den letzten Hampen auch noch mit. So. Nochmal eine Bandage, die letzte, die wir haben, nochmal rein. Wir haben sowieso schon wieder 16 Uhr, müssen uns sowieso schon mal so langsam wieder auf dem Rückweg machen. So. Na, lass das. Na, mein Junge, wird dir warm? Oh, Stamina sammeln? Wo machen wir eigentlich? Achso, weil wir hungrig sind, okay. Au! Wir müssen nochmal unbedingt so ein Barbed Wire-Dingens haben hier für den Baseballschläger.
Oh, blablabla. Du, das ist aber auch du, von hinten wieder, ne? Die Schweinepriester hier drin, klein. So, dich mache ich mal mit einer. Ah, hast du mich davon? So, bitteschön. Warum soll ich mal dazu, mal so einen Laden zu looten? So. Also Punkt haben wir gemacht. Den Tod haben wir kompensiert. Und jetzt haben wir schon fast wieder ein Level up. Meine Fresse. Boy. Gut, dann würde ich auch mal sagen, machen wir an dieser Stelle erstmal einen kleinen Break, bevor wir drinnen mal anfangen, wieder rumzulooten. Ey, fast die ganze Folge nur damit verbracht, die Zombies zu kloppen, ne? Ist ja unglaublich. Naja, gut, aber so ist es dann eben halt mal. Also vielen lieben Dank nochmal fürs Zuschauen, fürs dabei sein und dann sehen wir uns in der nächsten Folge 7 Days to Die wieder, wenn wir noch den Laden nochmal durchlooten und dann noch nach Hause fahren. Macht's gut, bis dann, tschüss.